Marlon. Hallo. Ja, du musst anfangen. Achso. Jo, wir testen jetzt die. Sag doch erstmal Hallo, willkommen Mula Squad und so ein Scheiß. Willkommen zum Mula Squad, neues Video, neuer Nochmal Vlog. Nochmal von neu, wir müssen nochmal. Leute, neuer Vlog hier aus dem Auto von Leon. Wir haben hier zwei Geschmäcker am Start: zweimal Effekt, Kokosnuss und Blaubeere. Du und noch sagen, einmal. Dass wir eine Review machen. Wir machen jetzt eine Review, noch einen Geschmackstest. Marlon, so geile Story. Und jetzt, Rafa, langweilig. Krass. Ja, hey, ja. Das hat man noch nie getrunken. Ja, kennt man nicht. Ist das irgendwie ein Startup? Ist neu, oder? Neue Sorte Red Bull. Was ist denn The White Edition? Ist das eine neue Marke? Oder? Okay, okay, wir fangen erstmal mit The White Edition an. Erstmal musst du das jetzt Junge, nein, scheiß mal. Junge, scheiße, mach mal. Lass mal jetzt ganz zum Konzept bleiben, Alter. Du musst erstmal das knacken, ne? Gehört hast? Solide. Mann, auf jeden Fall. Nacken? 2 von 10. Machen wir mal, ja, muss ein bisschen. Nochmal ein Geruchstest. Das kommt Gegäu. Boah, das riecht. Warte, lass mal. Das riecht nach Marmelade. Ja, nach Marmelade? Nach so Waldfruchtmarmelade riecht das. Ja, okay. Ehrlich, ne? Okay. Jetzt mal ehrlich. Okay. Nee, sag mal. Ja, okay. Lass mal auch mal. Lass mal auch mal ein bisschen schnuppern. Okay. Lass mal alle schnuppern. Und? Waldfruchtmarmelade. Weiß ich jetzt nicht. Ihr müsst euch sein Gesicht jetzt so vorstellen. Stabile Nase. Okay. Ja. Und? Okay, das war jetzt noch zu wenig, um ein echtes Review darüber geben zu können. Er macht so wie Diego, Diego macht das auch immer so beschissen. Naja, ich sag mal noch nichts. Scheiße, ja. Nicht so hier die ganze Spannung weg. Warum ist das so witzig? Ja, aber du filmst ja gerade hochkant, ne? Das kannst du nur als Short hochladen. Scheiße. Ist doch besser. Ja, der Short reicht. Okay. Digga, ich hab Hot Chip zu Hause. Jay? Es löst sich voll schnell auf der Zunge auf. So es löst sich voll schnell auf der Zunge auf. Ja, aber es geil. Ist so voll blubberig. So wie Ulu sagt ein bisschen. Okay, das ist eigentlich gut. Eigentlich gut. Mag ich nicht so oft. Manchmal will ich es auch richtig schmecken. So wie Cola Cherry zum Beispiel. Hat das sehr, sehr viel. Yeah, ja, das blubbert voll. Das ist ein bisschen süffiger so. Yeah, nein, das ist nicht geil, Digga. Das ist die warme Cola. Diese Konsistenz. Erstmal den Geruchs. Ach nee, hast du ja schön gemacht. Dann kannst du nochmal in die Cam machen. Kannst du mal in die Cam machen? Okay. Okay. Okay, okay, ja. Schmeckt gar nicht so nach Kokos. Ja, das habe ich auch. Es schmeckt nicht nach Blaubeere, Kokos. Mama. Ja, es ist ja Blaubeere, es ist gefährlich, es ist fruchtig. Ja, es ist, aber es ist so wie oder warme Cola, wenn so auf der Zunge so einfach. Ja? Es hätte ein bisschen mehr Kohlensäure sogar drin sein können. Findest du? Dieses Blubbern finde ich voll kacke, weil ich habe gar keine Substanz zum Greifen von meiner Zunge, so weißt du? Ich wollte nur mal was runterspielen, ne? Kokos fehlt. Guck mal, das Red Bull hat das zum Beispiel. Hat Red Bull ist ja auch schon. Ja, okay, Red Bull ist auch schon. Scheiße, ist beides. Geh mal kurz. Oder jetzt gleichzeitig einmal. Ja, nee. Jetzt, Alter, wie bei Ratatouille so. Einmal die Strawberry und einmal Käse, Digga. Einmal gleichzeitig. Das ist beides Kokosnussblaubeere, ne? Ja. Okay, warte. Muss mal gucken, wer besser ist. Also ich würde sagen, sogar der Red Bull, ganz klar, es ist so warm hier. Der Red Bull, der Red Bull riecht halt gar nicht, ne? Guck mal, riech mal. Der Red Bull riecht halt gar nicht. Ey, Leon, Digga, mach mal zu. Also, der gleich? Der riecht nicht. Da riecht der schon geiler. Lass mich mal, Digga, lass mich mal. Riechen tut der geiler. Okay, film mal J. Film mal J. Okay, machen wir einen Nose-Test. Ja. Okay. Der ist intensiver. Der ist intensiver. Jetzt machen wir mal die Geschmack. Aber ist das besser oder schlechter? Sieht man. Das ist die Frage. Das sieht man. Mach nochmal, Alter. Das war aber noch nicht genug, um jetzt eine Review. Okay, warte mal, ich muss nochmal. Okay, okay. Also du merkst auf jeden Fall, im Nachgeschmack schmeckt es komplett anders. Also im ersten Moment ist es gleich. Halt mal, du musst direkt nebeneinander. Okay, das direkt nach einer Konsistenz. Aber nee, lass so einmal so kurz abtauen, Digga. Okay, ihr müsst wissen, wir filmen das Ding gerade hier bei 24 Stunden, Edeka. Also wenn das Video wir sind hier gerade nicht online Gaza-Streifen. Dann könnt ihr euch sicher sein, wir wurden entweder ausgeraubt, umgebracht oder weiter. Hier fallen 6000 Bomben stündlich rein. Okay, jetzt mal abwirken lassen. Und jetzt direkt den Red Bull hinterher. Da merkst du auf jeden Fall eben nach. Den Rafa bezahlt hat. Geil, ne? Der ist fast schon. Mal hat sich niemand trinken geholt, Digga, der trinkt für 3 Mann, Alter. Und? Okay. Ja, Rafa, mach du jetzt. Red Bull schon besser, muss ich sagen. Ja, schon besser. Auf jeden Fall. Ist intensiver.
Ja, okay, Rafa. Da stehe ich ein bisschen drauf. Okay, aber der Nachgeschmack ist anders, ne? Ist super. Ja, ist anders. Aber der Red Bull schmeckt so irgendwie so dunkel im Nachgeschmack. Dunkel? Ja, mir gefällt. Also du meinst so gefestigter mäßig. Hast du was gegen Dunkle? nee, ich habe ja nur gesagt, es schmeckt dunkler. Es ist ganz anders, obwohl es eigentlich die gleiche Sorte sein soll. Ja. Okay, sehr gut. Was du jetzt erstes so? Ich mach erstmal beide. Gleichzeitig. Ich schließ mal lieber das auf. Ich bin kein Fan von Schaum. Von was? Mmh. Konsistenz. Boah, schmeckt wie so ein Donut. Ich weiß nicht. Also wenn du das mit Tanana trinkst, dann... Vielleicht darf ich ja jetzt auch mal meinen Red Bull. Der Red Bull ist auch süßer um einiges, ne? Ja, auf jeden Fall. Leon, kannst du jetzt was sagen? Aber Gewinner? Okay, ich mach mal los. Kurz, aber das war noch zu wenig, um eine... Jeder hat seine Stärken. Also Gewinner für mich... Ganz klar. Gut, jetzt gib mal kurz. Aber Jay, das Wichtigste ist Preis-Leistung. Ja. Preis-Leistung. Und zwar hier, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Also, Menge 250 Milliliter im Red Bull, 330 Milliliter im Effekt Kokosnuss. Und wir wissen, wie viel der kostet? 1,19? 1,15? 1,19. Ach, 1,19. Okay, jetzt merkt euch mal die 19, ja? Der hier hat 1,9 gekostet. Also, das ist ein... Und da Unterschied von Massen. Da ist 80 Milliliter mehr drin. Und 10 Cent günstiger. Und jetzt, warte mal. Ich brauche aber nicht ganz so gut. Aber ganz kurz. Ich brauche jetzt nochmal die Nerven. Dafür, dass so viel drin ist. Den Red Bull, bitte. Merkt man das gar nicht. Das ist so Brause. Es ist aufgelöst. So, weißt du, jetzt gucken wir nämlich. Da merkst du, dass du was trinkst. Also. Nein, scheiß mal, wenn er schreibt. Also, wir haben beides gleich viel Zucker auf 100 Gramm. 10 Minuten Video. Aber Gott. Ja, schon. Okay. Aber hier ist mehr Energie drin. Oder da ist mehr Salz drin. 191. Hier haben wir 188. Aber jetzt ist natürlich auch, wie sieht es bei den Vitaminen aus? Ey, Leon, Digga, lass mal bitte. Ja? Wirklich, das ist komplett gleich. Das ist komplett gleich. Aber, hier ist 0,1 Gramm Salz drin und hier 0,088 Gramm. Das ist ja ein Unterschied von Welten. Aber, nee, gibt's doch kein Aber. So, wie sieht das mit dem Koffein aus? Gibt es das da drauf? Wegen koffeinfrei? Ja, ist ja. Warte mal, steht das nicht hier über? Darf ich mal? Hier, Koffein. Nee, warte mal. Ist das hier das Koffein? 32 Milligramm auf 100 Milliliter? Von diesem ganzen Getränke gerade. Ich glaube ja, ne? Okay, wo ist das hier? Nein, ja, doch. Wo ist das hier? Unten in dem. Hier, Koffein 0,0. Auch 32, okay. Das ist ein sehr. Digga, ich hab gar keinen Red Bull mehr, ne? Er ist stimmt, einfach leer, Junge. Weil es einfach das teure und so ist weniger. Und vom anderen haben wir einfach zwei Stück, Digga. Okay. Haben wir zwei Stück. Wir saufen das Ding von Rafa. Ich glaube, wir müssen nochmal reingehen. Wir müssen nochmal einen Taste-Test machen. Jetzt nehmen wir ja andere zwei Sorten. Nach einer ganzen Dose, was sagst du? Kannst du schon was rausschmecken? No, ich kann das Review noch nicht ganz zu Ende führen. Da fehlt noch die zweite Dose. Ja, hast du sie. Das wäre geil, hätten wir zweimal verschiedene Geschmäcker mitgenommen von Red Bull und von Effekt. Hallo? Bitte? Nächstes Review müssen wir dann jeweils zwei Sorten machen. Also Red Bull und Effekt die gleiche, aber halt zweimal, weißt du? Nein. Also zwei verschiedene Sorten. Okay, dann Vater. I say you love me. Wir können ja noch Ajay nehmen. Ajay! Zum Namen des türkischen. So. Abmoderation? Okay, was geht? Okay, was geht heute, Leute, zu einem neuen Video? Heute die Review. Und okay. Ja. Jungs und Mädels, danke fürs Zuschauen. Uns hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Gebt ein Like, dann ein Abo und empfiehlt uns euren Müttern weiter. Oder so. Also das ist natürlich keine Marktplatzierung. Das ist natürlich alles. Also Leute, um nochmal das klarzustellen, das hier ist natürlich keine Produktplatzierung. Genauso wenig wie Rafas White Red Bull. Aber ja, es war trotzdem ein sehr angenehmes Video. Vielleicht nochmal ein paar abschließende Worte von Marlon. Ja, also mir jetzt auch sehr gut gefallen, dass ich dafür rein gar nichts bezahlt habe und dann schön gekostet habe und Rafa von seinem Red Bull gar nichts. Ich habe jetzt nochmal eine Zwischenfrage an die Zuschauer. Was ist das denn? Stay safe, Alter. Wenn's nee, rumgeht. Es geht gar nicht um die Jacke, sondern eher um das Logo. Das Das ist schon brutal. Gut, cut. Gut, cut, damit würde ich mich bedanken und ich zeige euch jetzt noch ein Geschenk. Und was ist da drin? Warte mal. Und